Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 19. Juli 2022. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir sind bei 59. Wir nehmen die 12.9 als erste Big Number Trade und wir sehen die grauen Linien unten im Chart. Das sind noch Gaps, die offen sind. Wir haben gestern eine 13er Box, die sehr, sehr selten ist, eine 17er Box, die sehr, sehr selten ist und die sind beide sauber hier in den Gewinn gelaufen im ersten Anlauf. Eine sehr hohe Treffsicherheit, diese kleinen exotischen Boxen, die Vola Box und das interessiert uns sicherlich, wo kommt die Vola Box heute rein? Der Forecast liegt bei 12.819, also ein Tickchen tiefer hier bei der Big Number. Und somit würde das aktuell auch eine Box sein, die wir eventuell bis 9.40 mit größerem Risiko traden. Das nur der Hinweis. Jetzt blicken wir auf die Gesamtsituation und fangen an mit den Kryptos. Vorlage Zickzacklinie. So, auf Daily sehen wir hier, die Erholungsphase setzt sich fort. Wir sind bei 22.000. Ja, das Tief hier vor einigen Tagen lag bei 18.525 und Daily aber immer noch Short. 4 Stunde Long, Stunde Long 30, Long 15, Long und 5 Minuten auch Long. Also sehr bullish. Nächster Markt ist Ethereum. Hier liegen wir bei 1500 und hier hatten wir das Tief. Wir sehen es bei 900, 800 glaube ich, 987 Dollar. Das sind über 50% Anstieg von diesem Tief hier vor einigen Tagen. Ja, und 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long in diesem Markt. Dow Jones Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Also hier in den unteren Zeitebenen eher erstmal Erholung wieder nach unten. S&P Daily Short, 4 Stunden plus minus, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Nasdaq Daily Short, 4 Stunden Short, 4 Stunden Long, Entschuldigung, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5. Also Tendenz doch eher heute Richtung Süden. Gucken wir uns Öl an. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gold. Gold sind wir Short auf 5 Minuten. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5. Letzter Markt ist der DAX. Auf Daily Basis Short, 4 Stunden Short, Stunde auch Short, Gap geschlossen hier und dieses Gap ist hier immer noch offen. Unten herum sind alle Gaps geschlossen. Ja, Stunde Long 30, Long noch und 15 Short und 5 auch. Also Tendenz eher Richtung Süden heute Vormittag. Gucken wir mal, ob denn doch die Big Number 12.8 zuerst angetradet worden ist. Okay, das ist die Vorbereitung. Ich melde mich gleich nochmal, 8.38 Uhr. So, 3 Sekunden, 2 Sekunden und los geht's. Hier sehen wir unten die Vola Box bei 12.819 mit etwas größerem Risiko.
auf dem linken Bildschirm. Und eine relativ große Kerze jetzt. Markteröffnung 52 aktuell. So, wir stehen tatsächlich, der Markt dreht hier und wir stehen kurz vor der Big Number 12.900. Und gucken, ob der Markt da reinsticht. Wir sind long. Erster Trade long. Vom Daily Pivot ist der Ausstieg. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Jetzt schauen wir und wir sind draußen. Das war der Eröffnungstrade. Erster Trade in den Gewinn gelaufen fürs Protokoll und somit verabschiede ich mich für unser Video-Tagebuch. Und wir hören uns morgen dann wieder. Ich platziere die Big Number noch einmal. Und wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Gute Trades euch noch. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.